Ja, herzlich willkommen wieder zurück hier bei F&M TV X zurück. Das Thema heute lautet bei der Geschichte mit der Partnerrückführung, wenn ich da vorhabe, meinen Ex-Freund, meine Ex-Freundin zurückerobern zu wollen, gilt es, eine sehr, sehr wichtige Regel zu beachten, die da lautet: Halte dritte Personen aus diesem Geschehen komplett raus. Angeleiert wurde dieses Thema durch die beiden Kontaktsperrvideos, die ersten in der Reihe. Und ja, ich bin halt immer wieder in den letzten Tagen, Wochen immer wieder mal angeschrieben worden, die Frage in den Raum gestellt worden: Ja, du Mädchen, ich habe jetzt da einen Kumpel von mir, einen Freund von mir dahin geschickt, ich habe jetzt da irgendwie eine gute Freundin, die da irgendwie zwischen uns vermittelt, meine Mama hat da jetzt ein paar Mal angerufen und so weiter und so fort, und jetzt ist das Ganze so richtig verkackt. Was ist da schiefgelaufen und so weiter und so fort. Und das Lustigste sind dann natürlich auch wieder, dass da auch ein paar Mails da waren, die auf ein Video hingewiesen haben von mir, wo es geheißen hat, ja, wie man, dass man zum Beispiel bei einer Trojaner-Kontaktsperre zum Beispiel einen Trojaner da zum Beispiel einsetzt und so weiter und so fort, dass man da irgendwie so einen Bekannten, einen Freund hat. Ich bin für das verantwortlich, was ich sage, und nicht für das, was irgendeiner da draußen darunter versteht. Das wollen wir mal im Rahmen halten. Das ist schon mal das allererste. Das zweite ist, ich sage das immer wieder, gerade bei diesen Mitteldingern, Ex zurück, Verführungskunst, Grundschematik, wir hatten gerade bei der Partnerrückführung drei Ebenen. Ebene Nummer 1, irgendwas im direkten Anspiel. Ebene Nummer 2, irgendwas im Mittelanspiel. Ebene Nummer 3, irgendwas im Distance Gaming. Und so ein Trojaner Gaming fällt genau in diesen Mittelteil rein. Genauso wie so ein Visible Gaming, Invisible Gaming, Contact Gaming, Friendzone Geschichten zum Beispiel, das fällt alles da rein. Und da hat sich immer wieder bewahrheitet, in den letzten Jahren auch immer wieder, ohne professionelle Hilfe, laienhaft angezettelt, sind das immer sehr schwierige Manöver natürlich dann auch, ist nicht zu empfehlen. Ich habe in diesem Video lediglich zwei Dinge gesagt. Ich habe in diesem Video als allererstes einmal vorgestellt, dass es grundsätzlich diese Möglichkeit gibt. Und ich habe vor allem auch gesagt, es ist ganz ausschlaggebend auch, was dein Freund oder was deine Freundin bei diesem Treffen mit dem Ex oder der Ex vor allem nicht sagt. Mal zwischen den Zeilen hören und lesen, da ist in etlichen Videos sind da einige Hinweise dabei. Fakt ist natürlich da auch, warum wird die dritte Person, warum versuche ich das immer wieder zu vermeiden? Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Ja, es ist schon eine Zeit lang her. Da habe ich eines Tages nochmal einen Anruf bekommen. Ich werde jetzt die Situation ein bisschen an Namen, Alter und solche Sachen werde ich jetzt nochmal ein bisschen abändern. Nennen wir es einfach einmal die Shuttle-Story, die Shuttle-Geschichte. Da habe ich einen Anruf bekommen von einem jungen Mann. Ja, Mädchen und so weiter und so fort. Ich, du pass auf, E-Mail schreiben ist sowieso immer am besten, im Rufmoment da lassen. Ich rufe ihn an, sehe mir den ganzen Sachverhalt mal an, gehe mit ihm so meinen Frageplan durch und so weiter und so fort. Und im ersten Moment am Telefon schon, da riecht das schon so richtig nach einem anderen Mann. Okay, gut. Ja, dann geht's auf jeden Fall heiter weiter. Er schickt mir da so diesen Analysebogen zurück. Ich sehe mir diesen ganzen Fallverlauf an und stelle dann auf jeden Fall fest, diese Frau, da brennt, das ist schon lange rum, das Eck. Diese Frau, die hat, die Sprengsätze waren schon platziert, die hat den Knopf bloß gedrückt zur Trennung. Und die ist mittlerweile schon beschäftigt. Und zwar gewaltig. Und das war dann klar, weil psychologisch, ich meine, wenn da 10 Grünanstriche dran sind, dann muss das ja grün sein irgendwo. Und dann klingel ich bei dem Mann durch. Ich sehe in dieser Sache auf jeden Fall noch aufgrund einiger Widersprüchlichkeiten an einiger anderer Signale da auch noch an etwas zu handhaben, natürlich dann auch an der Geschichte. Ja, wir telefonieren, wir legen los, wir gehen über ein operatives Gaming damals vor. Ja, und dann war es auf jeden Fall so. Er hat schon am Anfang an zu mir Folgendes gesagt. Er sagt zu mir, du Mädchen, er hat so meine Ausführungen, hat er zugehört, er hat so meine Erklärungen und Erläuterungen zugehört, wie die Vorgehensweise und so weiter, darüber haben wir gesprochen. Und dann sagt er so zu mir, du Mädchen,
alles top, gebe dir mit allem recht, unterschreibe ich dir etc. pp. Und aber eine Sache, da muss ich dir widersprechen, und zwar kann die unmöglich einen neuen Freund haben. Diese Aussage, die konnte er auch sehr gut untermauern, und zwar ist es darum gegangen, sein Bruder, der hat, man muss jetzt so verstehen, die gute Frau hat in einem Haus gewohnt, das war ein Vier-Parteien-Haus, unten links und rechts haben Familien gewohnt, sie oben rechts, er oben links. Da hat der Bruder praktisch gegenüber von der Wohnung der Freundin gewohnt und hatte da, kannte die auch, die waren auch miteinander befreundet und so, ist der kleinste Bruder gewesen. Und die beiden hatten auch ein sehr gutes Verhältnis dann auch, und der hatte immer so ein Auge auf sie, der wusste, wann sie immer nach Hause kommt, und der Bruder hat ihr auf jeden Fall schwarz auf weiß versichert, du pass auf, die hat keinen neuen, unmöglich, ich hätte das mitgekriegt. Und er hat sich auch mit seinem Bruder auch immer kurz geschlossen, auseinandergesetzt. Der Bruder war auch bei ihr drüben, hat mit ihr geredet und so weiter und so fort. No way. Und letzten Endes war es dann so, wir haben dann hier ein Trojaner Gaming natürlich dann auch gemacht, was zu dieser Zeit sogar ein bisschen noch in den Kinderschuhen gesteckt hat. Also es ist schon wirklich eine Zeit her. Und dann haben wir natürlich zu einem Trojaner Gaming natürlich die passende Trojaner Kontaktsperre natürlich auch eingebaut, natürlich dann auch. Und ja. Dann ging's los. Ich arbeitete an meinem Klienten, redete mit ihm, erklärte ihm einige Dinge über die Welt, über die Verführungskunst, über den Ablauf und so weiter und so fort. Bis dahin war, sage ich einmal, der Flug alles noch irgendwo auf Reisehöhe, alles noch irgendwo Standard, nichts Besonderes. Dann kamen die ersten indirekten Impulse und die ersten direkten Impulse. In dem Fall waren es die ersten beiden zwei direkte Impulse und dann kam indirekter Impuls rein, wie eigentlich bei einer Trojaner-Kontaktsperre bzw. beim Trojaner-Gaming auch üblich. Und beim ersten Mal ging es schon los, dass ihre Reaktionen darauf völlig andere waren als erwartet. Auch wenn ich vorher gesagt habe, dass zu diesem Zeitpunkt das Trojaner-Game noch irgendwo am Ende seiner Entwicklungsphase schon fast ein bisschen war, war doch genügend Erfahrung da, generell auch im Ex-Zurückbereich und im Sektor zu sagen, dass diese Verhaltensweise von dieser Frau nicht nur komisch, sondern eigentlich absolut abstrus ist. Um es mit den Worten unseres ehemaligen Verteidigungsministers mal zu zitieren. Es war wirklich eine so abstruse und so eine absurde Reaktion teilweise auch. Ja, und das ging ja auch noch weiter. Was sie auch machte, was sie auch antwortete, was sie zurückschrieb, was kam, ihre ganzen Handlungsweisen, die waren sowas von merkwürdig und sowas von unglaublich und so etwas von neu. Ich kann aus Diskretionsgründen jetzt leider nicht genau darauf eingehen, aber Fakt ist, ich kam mir vor wie ein Wissenschaftler, der in seinem Raumschiff auf einem anderen Planeten gelandet ist, wo sämtliche physikalischen Gesetze hinfällig waren, wo Wasser aufwärts fließt, wo Kühe in der Luft fliegen zum Beispiel, also absolut gehirnverbrannt, wo sämtliche Regeln der Verführungskunst ihre Gültigkeit verloren haben. Ja, die Sache, die war halt nach 3 Wochen gescheitert, das ist doch klar. Ich habe dann die Notbremse gezogen und gesagt, ey Junge, da geht gar nichts mehr. Das konntest du vergessen. Wir haben dann auf Loslassen dann noch ein paar Wochen gearbeitet, telefoniert, geschrieben und so weiter und so fort. Und ja, wir haben uns dann voneinander verabschiedet und interessanterweise, dieser Fall hat mich ja lange Zeit noch beschäftigt, weil ich zum ersten Mal dran stand wie so ein kompletter Anfänger. Wie so ein Idiot stand ich da. Und ich habe nicht kapiert, was da schiefgelaufen ist. Das war wie bei so einer Herz-OP, wo man zum ersten Mal etwas sieht, wo man nicht weiter weiß, wo man zum Kollegen sogar rennt. Ich habe sogar einen bekannten Coach, einen bekannten Freund von mir auch, angerufen, gefragt, mal, du sieh dir das mal an, ich brauche da echt mal deinen Rat, ich weiß da selber nicht mehr weiter. Also so weit ist das gegangen, dass ich sogar einen anderen mal gefragt habe, das vergesse ich nie, ey, leck mich am Arsch. Auf jeden Fall. Spricht auch gegen das Gesetz. Tyler Durden, glaube ich, hat das mal so wunderschön gesagt. Bevor du dein Handy zückst, das irgendeinem anderen Kumpel von dir zeigst, geh entweder zu einem Profi oder schreib dir gar nicht erst zurück. Also ganz klar. Auf jeden Fall war es so,
Ich habe dann einige Monate später habe ich einen Anruf von ihm gekriegt. Hey, grüß dich mit dem, hallo, hier, der Shuttle ist dran, bla 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 und so, kennst du mich? Ich so, natürlich, klar, logisch, wir reden, wir unterhalten uns ein wenig und so weiter. Und dann fängt er auf einmal an. Mittin, du hast damals recht gehabt. Du hast damals unglaublich recht gehabt. Ich wollte dir eigentlich nur Folgendes mitteilen. Die hat tatsächlich einen neuen gehabt in dieser Zeit. Und jetzt rate dir mal, wer das war. Richtig. Der eigene Bruder. Da kommst du doch noch nicht mal als Coach auf die Idee, da irgendwie misstrauisch zu werden. Wir haben doch gar keine Chance mehr gehabt. Von Anfang an war das Ding zum Scheitern verurteilt. Ganz klar. Du hast dich zum Schachspielen hingesetzt mit einem, der jeden deiner Züge schon im Voraus gekannt hat. Was willst du denn da? Da hast du schon verloren gehabt, bevor wir dann überhaupt angefangen haben. Das war ja logisch, dass das Ergebnis dann rauskommt. Gut, heute sind wir da eines Besseren auch belehrt irgendwo. Wenn ich da bei so Trojaner Games, sage ich ja mal, das kommt auch einmal in der Woche, habe ich das so vor, wenn ich da irgendwelche Anomalien entdecke, dann ist da sofort, drum prüfe bitte, wen du da mit einbaust, wen du da mit hineinbeziehst, wem du da dein Vertrauen schenkst, sei damit bitte vorsichtig. Es kann auch sein, dass der Trojaner, um sich mal irgendwo mal auszuquatschen, dass irgendeiner Freundin steckt, die das einer anderen Freundin steckt, und man kennt das ja, ich habe das in einem anderen Video mit diesem stille Postbeispiel auch erklärt, oder irgendwo an einem Stammtisch wird da irgendwas getrunken und der Alkohol macht die Zunge ein bisschen locker und da packt der andere aus. Also das kann ganz, ganz böse dann ins Auge gehen. Und vor allem, wie schon gesagt, es ist unglaublich wichtig auch, es gibt da gewisse Verhaltensregeln, die der Trojaner auch beachten muss, vor allem was er dann auch nicht sagt, dem gegenüber, der gegenüber, der Verflossenen da praktisch, dass das Ganze irgendwo einen erfolgreichen Rebound dann auch hat. Darauf ist auf jeden Fall zu achten. Letzten Endes, ich weiß, man neigt dazu, Freunde, Bekannte mit in das Geschehen mit einzubeziehen, sich unbedingt auch Hilfe von außen holen zu wollen. Das ist für was völlig Normales, das ist völlig in Ordnung. Bloß ein Beispiel. Ja, Mädchen, ich habe da mal meine Freundin gefragt, ich habe da einen weiblichen Rat gebraucht, um meine Ex da zu verstehen, um da irgendwas zu machen. Ey, man, wenn du einen Fisch fangen willst, weiblicher Rat hier, weil sie eine Frau ist, wenn du einen Fisch fangen willst, dann fragst du doch nicht den Fisch, du fragst doch den Angler, wie das geht, oder etwa nicht. Also was ist denn das für eine hirnrissige Gedankenweise? Und okay, ich weiß auch, wenn die Oma sagt, ja, du musst da Blumen schicken, du musst SMS schicken und so weiter, das ist ja lieb gemeint, das ist nett, ja, in Ordnung, aber letzten Endes ist es nicht richtig, es ist falsch. Im Kino zum Beispiel sieht man das wunderbar, im Mainstream, ja, wie da der Held da sie, wie sie mit Blumen umhäuft, seinen Senf da abgibt, dann wie sie die Größe ist. Und die Mädels, die das sehen, die finden das dann auch so süß und es ist auch für die Männer auch irgendwo so episch herzergreifend, weißt. Aber wenn das bei einem selber passiert, ja, dann ist man genervt irgendwo. Dann regt das einen auf. Ja, komm, hör auf, es gibt keine Hoffnung mehr und bla bla bla. Solche Nachrichten kommen da. Und das ist, da geht es wirklich aufzupassen und darauf zu achten, da irgendwie, wenn dann die Mama auch dann nur jedes Mal anruft, dann bei der, das ist Attraction Loss ohne Ende. Wie der kleine Junge, wo da immer seine Mama dahin schicken muss, die das dann für ihn regelt. Also schlimmer kann es gar nicht kommen. Also das definitiv vermeiden, wenn man sich mit so etwas nicht auskennt. Du kaufst ja auch nicht, wenn dein Auto kaputt ist, ein Handbuch für die Reparatur. Ja, ist billiger, klar, genau, richtig. Aber wenn du auch nicht mal weißt, was ein Vergaser ist, dann lass den Scheiß. Wenn du dich nicht damit auskennst, dann lass es. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du dich mit solchen Geschichten da hier ein bisschen da rumgoogeln und da lesen, es ist gut, wenn auch meine Videos dazu beitragen, dass so die ein oder andere Geschichte sich von selber wunderbar erledigt. Das ist schön, da freue ich mich für euch, spitze, super. Aber auf die Idee kommt, da irgendwie so aus der, gerade aus diesem Middle Gamings Bereich, da Invisible Gaming etwas über die Freundschaftszone, Trojaner Gaming anzuleiern, Invisible Gaming, solche Counter Gaming Geschichten zum Beispiel, ohne irgendwie da anzusetzen, dass du da irgendwie irgendeinen Kumpel hast, der so etwas schon einmal selber gemacht hat, das ist, macht nicht viel Sinn. Ja, wieder mal am Ende einer spannenden Lektion angekommen, wünsche ich euch da draußen noch viel Erfolg, viel Glück, einen schönen Tag, Abend, wann und wo ihr auch gerade immer seid. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein und in diesem Sinne.